Stadt vor dem sicheren Tod bewahrt. Ja, nicht das erste Mal. Sich jetzt zweimal überlegen, uns anzugreifen. Was das Gift angeht, keine Ahnung, was es genau ist. Aber ungefährlich ist es nicht. Quasi, er sollte es sich ansehen. Vielleicht findet er es ja raus. Ich will das Zeug hier jedenfalls nicht haben. Viel zu riskant. Bring es zu ihm. Vielleicht findet er raus, was wir tun können, wenn die Banditen es nochmal einsetzen. Ist viel verlangt, weiß ich. Kannst du nach Norden gehen, ihn das Gift untersuchen lassen? Danke nochmal für deine Hilfe. Was in auf dich auf. Ich hatte gerade zwar zugeguckt, aber nicht wirklich realisiert, was er gesagt hat. Aber wir sollen zu. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Quasir. Dr. Quasir. Gehen. Und das Gift checken lassen. Machen wir auch direkt. Haben wir sonst nichts zu tun. Mick? Nö. Garage betreten. So. Ins Ödland. Nur noch ein Schlückchen trinken. Je nachdem, direkt für Sally nochmal die Banditen killen. Es fallen mit Feldtrieb-Meteor vom Himmel. Versuch sie alle aufzusammeln, bevor die Zeit abläuft, okay? Ach du je. Versuchen wir das mal. Au, 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 au. So. Ah, jetzt kommen hier auch keine Bombenautos mehr. Ist schon cool gemacht. Ach, okay. Warum das jetzt kam, keine Ahnung. Ach, du je. Na, komm her. Einer fehlt noch. Kling! Wieder ein bisschen Geld. Das interessiert mich nur noch. Da oben war eine Drohne. Wie man da dran kommt. Ich würde überhaupt da über die Rampe springen. Wenn es einmal so offensichtlich ist, mache ich das sogar. Sprung des Glaubens. Boah. Mit einem kleinen Spin. Aber. Und ab zum Dock. Ach, wie ich da dran komme, weiß ich immer noch nicht. Naja, werde ich noch rausfinden. Einmal das Labor betreten. Tag, Doc. Ja, mein Freund. Und jetzt wollen wir uns dein Mitbringsel mal ansehen. Ja. Ach, okay. Jetzt lass mich schon sehen. Ah, interessant. Das muss man sagen, wirklich brillant. Die Banditen haben eine Menge dazugelernt. Was ist das? Warte mal. Ich glaube, ich könnte... Moment. Lass mich mal was probieren. Es wird gehackt. So. Auch wieder aus Spider-Man. Mit den Ärmchen. Ah, sieh mal einen Rahmen. Das ist doch was. Ja, was ist das denn? Ah ja, sieh an. Du hast mir da tatsächlich etwas äußerst Interessantes und sehr Mächtiges mitgenommen. Ich habe Tag und Nacht an einer neuen Waffe für den Widerstand gearbeitet. Eine Waffe, die selbst die Regierung das fürchten lehren wird. Ist doch geil.
Jetzt durch mein Ding hast du den Sekunden fertig. Folge. Optimal. Bei der Injektion einfacher Nanotritketten in eine Versuchsperson, die deren direkte Kontrolle erlaubte. Allerdings nur für sehr begrenzte Zeit. Und es besteht die Gefahr, dass es zu einer Nanotritenüberladung kommt und die Person einfach explodiert. Blutig und kurzlebig, aber trotzdem in seinen Parametern ziemlich beeindruckend wirken. Aber dieses Gift, welches du mir dankenswerterweise zur genaueren Untersuchung vorlegst, ist genau das, was ich zur Fertigstellung der Formel benötige. Warte mal einen klitzekleinen Moment. Ach ja. Ich schütte mir noch was zu trinken ein, bis der fertig ist. Ja, das ist es. Perfekt. Einfach perfekt. Also, lass mich dir die Sache nur noch kurz einpacken, dann kannst du sie haben. Das ist ein bedeutender Tag für den Widerstand, mein Freund. Ja, kannst du es jetzt nehmen? Nö. Hier sind sie. Ein paar Probeexemplare Hypnosebolzen. Genug, damit Hypnosebolzen. Der Widerstand sie testen und ausprobieren kann. Dürfte kein Problem sein, die Formeln zu replizieren und mehr herzustellen. Und jetzt... Jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Ja, geil. Geh zu meiner Freundin Elizabeth Kane. Du findest sie in der Wellspring Bar. Bring ihr schnellstmöglich diese Bolzen. Sie steckt in Schwierigkeiten und wird sie brauchen. Hast du das kapiert? Okay, je nachdem, Zeitmission. Pass bitte schön auf dich auf. Die Bolzen dürfen auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Okay, jetzt habe ich schon den Bauplan für die Bolzen. Geht's ab. So, dafür, dass es eilig ist, ich dachte so eine Zeitmission, aber dann kann man auch noch was ausprobieren. Ich bin heute sehr experimentierfreudig. Außer wenn die Dinger mich nicht in Ruhe lassen. Ja. Mal kurz was ausprobieren hier. Ich da immer noch nicht weiß, wie ich dran komme. Ja, je nachdem, wirklich am Ende mit dem Sprungmodul oder sonst was. Sonst nimm hier Dönsrad. Ja, ich könnte es so probieren. Ja, gewagter Sprung. Das als erstes. Ist das Ding direkt vor mir? Verrückter Wissenschaftler. Wunderbar auch. Direkt mal zwei Sprünge noch fertig gemacht. Ah ne, drei mit hinten dem. Ich glaube insgesamt sind es 13, 14 Stück. Ja, das Ding. Schießt du, kein Problem. Nochmal den Turbo reinhauen. Wow, wow, wow. Ah, wunderbar. Und rein da. Ah, jetzt kann ich direkt nochmal die Karre reparieren lassen. Und nach Wellspring rein. Hi, Mick. Die Leute sagen, dass hier Patrouillen der Regierung rumgeschnüffelt haben. Sei vorsichtig und komm ihnen nicht zu nahe. Ja, werde ich tun. So, ja, das ist die Bar. Pennt immer noch. So, hey, Sandy. Mach weiter so. Je mehr Banditenkahn du zerstörst, desto mehr verdienst du. Juhu. $40 und ein paar Rennscheine. Die Straßen müssen sicherer werden. Nochmal. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich. Richard, Dallas, Eden, nee. Wetten? Du brauchst die bestimmt, Elizabeth. Hast du was von Quasi? Ja. Hier können wir nicht reden.
Folge mir. Na gerne. Ja, kommt man auch nicht durch. Hier entlang. Abstellraum mit Zahlen. Pad. Tür zu. So. Der Ordnung halber. Die Bar ist nicht sicher. Die Regierung hat ihre Ohren überall. Jeder könnte ein Informant sein. Du hast bestimmt eine Menge Fragen, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wir haben dich von Anfang an beobachtet. Viele von euch schließen sich der Regierung an. Ich musste mich also erst versichern, dass du nicht Cross-Propaganda erliegst, bevor du von uns erfährst, dem Widerstand. Die Siedler halten große Stücke auf dich. Der Widerstand könnte jemanden wie dich gut für eine wichtige Mission gebrauchen. Captain Marshall, unser Anführer, wurde gefangen genommen und sitzt im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie lange sie ihn noch dort festhalten werden. Und wir finden niemanden, der ihn rechtzeitig befreit und deine Erfahrung besitzt. Er darf nicht nach Capital Prime verlegt werden. Das würde dem Widerstand schwer schaden. Es geht um Folgendes, Fremder. Du musst Marshall retten, bevor er für immer weg ist. Hilfst du uns? Okay, ich muss... Wow, ist schon spät, tut mir leid. Wir müssen... Kapitän Marshall aus dem Gefängnis holen. Machen wir doch glatt. Diese Zugangskarte. Damit kommst du durchs Haupttor. Aber Vorsicht vor Vollstreckern. Die Regierung hat seit Marshalls Gefangennahme die Wachen verstärkt. Oh, und vergiss nicht, Quasias Hypnosebolzen einzusetzen. Die Vollstrecker sehen zwar aus wie Roboter, aber trotz der ganzen Panzerung sind sie immer noch aus Fleisch und Blut. Viel Glück. Okay. Wo geht's da hin? Das wüsste ich noch gern. Kellerlabor oder was? Wir könnten Marshall alles Mögliche antun. Du musst schnell zum alten Gefängnis. Okay, was ist das? Ich muss hier bleiben. Wir sehen uns nach deiner Rückkehr im Keller. Gut. Schön wieder zumachen. Hat keiner gesehen. So, ja, aber wo ist denn das Gefängnis? Hinter dem nördlichen Wachturm. Und wie immer an der Stelle, herrlich, beende ich die Aufnahme nochmal, setze hier mal einen Speicherpunkt. Wie lange spielen wir eigentlich? 5 Stunden, fast 50 Minuten. Okay, ich sage dann ciao, bis zum nächsten Mal.